Ja, und ich höre es kribbeln. Echt? Jo. Oh Gott. Ja. So, Arena Level 3. Mehr brauche ich aber auch nicht. Pum, 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 pum. Was werde ich hier wohl jetzt reinhauen? Richtig, noch ein Kuraga. Das ist so laut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich noch einen Thunder Surge übrig? Das wäre nicht schlecht. Ein was? Ein Thunder Surge. So, ja. Donnerblitz, oder wie das Ding heißt. Oder Feuerblitz. Und noch ein Kuraga. Okay. Habe ich noch einen Kuraga? Das wäre nicht schlecht, weil zwei Kuragas sind schon. Boah, wenn ich mich zweimal heilen kann. Und ich habe natürlich kein Kuraga mehr. Scheiße. Na gut, muss man halt eins kaufen. Gesundheit. Das sagt man doch nicht. Was? Scheiß. Das Wort mit SCH. Egal. Wayne. Train. Jetzt muss ich noch ganz schnell den Moogle-Shop finden, aus dem einfachen Grund, ja, bevor ich mich der nächsten Welt nähere, die auch gleichzeitig die vorletzte ist. So viel dann haben wir es ja bald. Eben. Oh ja, Castle of Dreams sollte erreichen. Antic Jump. Ach, ist wurscht. Ich weiß, dass in der Nähe von dem Speicherpunkt immer ein Moogle-Shop ist, oder sein sollte zumindest. Haha! Komm, gib mir einen Kuraga. Was? Halt, was war das? Das war Aerial Slam. Ah, ist der neu. Gut, dann ist er eben neu. Mir wurscht. Kuraga. Richtig. Das kam mir bekannt vor. Bippidi babbidi boo. Was denkst du, wo ich hier bin? Ich bin hier bei Dings, dem Aschenputtel. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ich hab's verpasst, ich weiß. Bei Aschenputtel? Ja. Oh, ich möchte auch. Oh. Du-du-du-du-du-du-tum. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Magic Haste hatte, weil. Naja, es dauert schon verdammt lange, bis Kuraga aufgeladen ist. Und vor allem, das Dumme ist, das heilt mich ja trotz maximalem Cure Boost nicht wirklich voll. Egal, also, ich speichere nochmal ab, würde ich sagen, bevor ich weitermache. Hell yeah, Spielzeit im Moment. Joa, knapp 14 Stunden. Dann landen wir mal in den Badlands und hören uns mal an, was Master Xehanort wieder zu sagen hat. Also, Silence. Or I kill you. Oh, nein, nein, nein. Und das hier, Gesundheit. Das hier soll ein Meister sein, ne? Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventress has stumbled upon the secrets of his origins. Ah. I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventress is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes. I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Oh. Master Terra. Noch da? You must hurry back and see to your friend's safety. Richtig. Eile, wenn zu Hilfe. Er könnte den Meister Erax, also den Meister von den dreien, ja, dazu zwingen, ihm die Wahrheit zu sagen. Indem er gegen ihn kämpft. Und naja. Gegen Meister kämpfen ist nie gut. Eben. Unlocked the Dark Impulse Command Style. Jetzt ist nämlich Terras Dunkelheit wirklich, wirklich aktiviert. Also ist er jetzt ein bisschen dunkler als sonst. Hm? Ja, Command Style, wenn ich da mal reinkomme. Aber ich komme meistens in Rockbreaker oder Blade Charge, weil für. Moment, was muss ich dafür machen? Ich glaube mal so Gift und Dunkel Sachen einsetzen. Status, Command Style, Dark Impulse. Bereits sind ein Commands. Zero Gravity Related Commands, Magnet Related Commands oder Dark Commands. Also sowas, was ich eigentlich nie einsetzen werde. Na, toll.
Okay, wo musst du jetzt hin? Ich muss jetzt zum Land der Abreise, oder wie es heißt. Oder auf Englisch, Land of Departure. Okay. Und da kommen wir natürlich noch gerade noch rechtzeitig. But you must exist no more. Uh-oh. Beats. Then! What? Master! Have you gone mad? Sorry, dass ich hier mal kurz unterbrechen muss. Ich muss mal gucken, wie viel ich noch Speicherplatz habe. Bis gleich, Leute. Und da geht's auch schon weiter. So 70,6 Gig habe ich noch, sollte noch reichen. Sorry, dass ich mitten in der Cutscene schneide, aber das mache ich ja gerne. Du hast in der spannendsten Stelle geschnitten. Puh, mir egal. Das sieht im Video eh keiner. I command you, step aside. No! You will not heed your master. I won't. Why do all my attempts to reach you fail? You don't have it in your heart to obey. Then you will have to share Ventus' fate. Also sterben. Eine Träne. Oh, ich hätte mal gucken können, ob das andere Keyblade vielleicht besser ist als mein aktuelles. Fail. Uh-oh. Wow, Super Saiyan Mode. You may be my master. Yep, siehst du das? Dunkelheit. Let you hurt my friend. Has the darkness taken you, Terra? Yep, jetzt macht er nämlich ein dunkles Portal auf. Wait, Terra. Toll. Dum-dum-dum. Boss Battle! Schaffst du das? Hm, das könnte schwer werden. Erax ist, naja, mies. Ich wollte was anderes hören. Ja, genau. Mindere meist Erax Zorn. Auf gut Deutsch, hau ihn kaputt und... Yeah! Come on, Style! Ich darf diesen Kampf nämlich gleich mit absoluter Dunkelheit beginnen. Okay. Oh oh. Oh oh. Hm, das trifft's in etwa. Oh, oh, ist sehr gut. Du schaffst das schon. Ja, da dreht durch. Dark Impulse. Oh, wow, 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 wow. Ja, da dreht durch. Der klingt wie ein durchgedrehter Sushi-Macher. Oh yeah. Oh wow wow. Du weißt überhaupt nicht, wo du noch hin sollst. Ich werde jetzt kaputt hauen. Dann aber los. Und tschüss, so long! Was? Okay, dann halt mit Dark Impulse. Ja, das nenne ich episch. Mit Dark Impulse kaputt gehauen. Sieht das nicht geil aus? Ja, hier siehst du die Hand der Dunkelheit. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich werde den Dark Impulse-Style wohl doch etwas öfter nutzen. Hübsch, ne? Hast du mal aufgefallen, dass ich gar keinen Level 1 Command-Style genutzt habe? Ich bin direkt wieder in Dark Impulse gegangen. What have I done? You fail, Terra! I just wanted to keep Ben safe. Du hattest recht, Terra. I failed you, Terra. Ich hab dich enttäuscht. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. Yep. And now I've done worse. Jetzt hab ich Schlimmes getan. Raised my keyblade against you and Ventus. Echt mal. My own heart is darkness. Ja, schön, dass du es erkennst.
Ja, der wurde gerade hingerichtet. Wie? Oh nein. Das ist doch aber traurig. Yep. Jetzt zeigt Terra auch endlich mal Gefühle. Master Ericus. What a sight. Was für ein Anblick. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort. Why? You know, at times I find your progress quite striking. But you still fall short. Fällst du noch kurz? Out, my boy. Give your heart over to darkness. Tja, jetzt erkennt es endlich. Still so blind. Immer noch so blind. Then I will make you see. Come to the place where all blade wielders leave their mark on fate. The key blade graveyard. There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last light within you will die. Zack, der lässt nämlich jetzt erstmal diese ganze Welt hier in Dunkelheit versinken. Das ist aber nicht gut. Also ich habe Angst im Dunkeln. Nett. You won't need a home anymore where you're going. What? What? What ist ab? Oh, also, ja toll, renn am besten noch hinterher. Ja, ich wär durchs Portal noch durchgerannt. Aber nein. Terra ist dumm. Jetzt flüchte doch, Terra. Bevor alles kaputt ist. Nee, das wäre jetzt zu einfach. Flüchten wäre ja, ne? Tja, das wäre jetzt zu einfach. Ja, mein Akku macht noch gut mit. Dein Akku? Ja, hast du es nicht gesehen? Das hier. Jetzt habe ich es gesehen, ja. Tja, ist nicht mehr viel übrig vom Schloss, ne? Und das löst sich weiter auf. Oh, oh. Also da will ich auch nicht drinnen wohnen. Tja, sag leb wohl zu deinem Ausbildungsort, Terra. Er ist doch selber dran schuld. Ven. Aqua. Aqua. I won't let him hurt you. Ja, na dann mal schnell hinterher, würde ich sagen. Aber hieß es nicht, dieser typische, komische Typ mit X ist, Jetzt habe ich nämlich das Keyblade bekommen, was ich bis zum Ende des Spiels behalten werde. Na gut, ich krieg ganz kurz vor Schluss kriege ich nochmal ein neues, aber das kann ich dann nicht mehr einsetzen. Oder doch? Naja, werden wir sehen. Den Chaos Ripper! Und soll ich dir was sagen? Ich habe den Schnitt bemerkt. Uhu, ich weiß, du hast den Framecounter gesehen, egal. Ein Keyblade mit langer Reichweite, das wenig auf Magie setzt, aber dafür eine außerstehende Verstärkung in Stärke bietet. Oh ja! Dein Englisch war schon mal besser. Mir doch egal, das war jetzt so aus dem Nix schnell übersetzt. Ich kann mir keine Zeit lassen. Genauso mit deinen Gegners. Ja, was hast du gegen Gegners? Gegner und nicht Gegner. ja, könnte ich hier irgendwas Neues reinhauen? Was ist denn neu, bitte? Hab ich irgendwas Neues? Ne, hier ist nichts neu, oder? I don't know. Nein, da, oh ja, doch, Elixier und Mega-Elixier. Melt Command, da können die auch nichts Neues machen, denke ich mal. Anscheinend nicht. So viel dazu. Aber jetzt rüste ich mich erstmal um. So. Mark of a Hero, Hyperdrive, Pixie Petal, Ends of Earth. Würde zum Beispiel schon mal meine Stärke auf 5 erhöhen und meine Magie auf 3. Aber ich bin ja eher auf den hier aus. Aha. Stärke auf 10, allerdings Magie auf minus 2. Das Risiko gehe ich ein. Ich habe zweimal Kuraga. Das Risiko gehe ich echt ein. Vor allem sieht das Teil geil aus.
Männer, nur nach der Optik. Ja, Entschuldigung. Eigentlich gehe ich auch nach Werten. Wenn du danach deine Frauen auswählst, mein Freund. Nee, das ist was anderes. Ach so. Da gehe ich auch nach. Die müssen nur gut in der Hand liegen, ne? Haha, ha. Mach mich nur gleich wieder runter. Combat Level 9, also das höchste. Auf geht's. Final World, das Ende von Terra Story Nord. Und danach mache ich auch erstmal Pause mit Birth by Sleep. Mhm. Nett. Sieht schön zerstört aus. Ach was, Mann, das ist ganz modern jetzt. Oh, guck dir mal. Hast du den Krater gesehen? Sieht aus wie das Disney-Zeichen. Richtig. Zufall. Mach mal wieder im Spiel Werbung für sich selbst. Yeah, hol dein Keyblade raus. Das sieht so geil aus. I do for friendship. Was ich mache, mache ich für die Freundschaft. Chaos Ripper sieht so dermaßen geil aus. Das ist nämlich sozusagen, naja, Xehanorts Keyblade. Mehr oder weniger. Keyblade. Graveyard. Der Platz, an dem schon viele Schlüsselschwertenmeister ihr Leben gelassen haben. Oh oh. Deshalb heißt er ja auch Keyblade Graveyard. Dann mach dem das nicht nach und behalt dein Leben ein bisschen. Werden wir sehen. Vor allem das Ding hat auch eine längere Reichweite, falls du es siehst. Yep, das ist etwas länger. Ich stehe lange Dinger. Kommt's nur auf die Länge an? Nein, es kommt auch auf die Technik an. Na, die Technik scheint es ja da zu klappen mit dem Ding. Wow, eine große Truhe und es war die Map drin. Hättest du das gedacht, dass da die Map drin war? Nein. Na doch, irgendwie ja. So, ich könnte jetzt in den Wirbeln noch ein bisschen trainieren. Nee, das ist eigentlich eine gute Idee, weil ich brauche noch ein bisschen. Noch 974 bis zum nächsten Level. Deswegen in die Wirbel rein! Yeah! Gegners kaputt kloppen. Gegners. Ja, und zwar übergroße. Steck dich mit dem Wort an. Ich sag dann ab jetzt auch nur noch Gegners. Dippel-Dappel-Wirbel. Thunderbolt! Ja, ich find's genial, wenn ich meine Gegner nicht treffen kann, weil ich sie nicht sehe! Und weil das, obwohl sie so gigantisch groß sind. Ja, Entschuldigung, ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. Ist dir mal aufgefallen, wie viel die aushalten, trotz allem? Oh nein, ja. Nicht ihr. Natürlich, Thunderbolt. Und nein, damit meine ich nicht den Hund. Und hinein in den nächsten Wirbel. Ab in die Wirbelchens. Stärke erhöht, sehr schön. Base. You're done. Oh, nicht ihr schon wieder. Ja. Ich brauche nur einmal was zu blocken und mein ganzes Kommando wird geblockt. Und. Ja! Dark Impulse. Hihihi. Block und zurück. Ist nur scheiße, dass ich den Command-Style nicht behalte, wenn ich den Screen wechsle. Und in dem Sinne wechsle ich ja jetzt den Screen, weil ich komme ja wieder aus dem Wirbel raus. Gesundheit nochmal. Dankeschön. Ich höre das. Oh Mann, ich hab's extra leise gemacht. Thunder Surge.
Immer schön von hinten an. Das klingt pervers, ich weiß. Ja, das klingt irgendwie richtig falsch. Warum also so Leute, die mögen es von hinten. Kann es sein, dass sie sich in Zeitlupe bewegen?